macht euch die Erde untertan. Diesen Satz legten die Autoren der Genesis Gott in den Mund. Und diesen Auftrag nahm der Mensch an. Die Erde erwärmt sich. Fraglich nur noch, wie stark? Wirklich abwenden lässt sich der Klimawandel längst nicht mehr. Er ist da. Raubt und zerstört. Schafft Opfer. Extremwetter verursachten dieses Jahr Milliardenschäden. Der Klimawandel dürfte sie gemäß ersten Studien begünstigt haben. Dürren zerstören Existenzgrundlagen. Menschen fliehen, weil ihnen zu Hause nichts bleibt. Der Meeresspiegel steigt. Hab und Gut und auch schwer bezifferbarer Wert gehen verloren. Ja, der biblische Auftrag habe die Menschheit an den Abgrund geführt, meint der deutsche Historiker Philipp Blom. Wie wir da reingeraten sind und wie wir aus dieser vertragten Sache wieder rauskommen, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Herr Blom. Danke sehr. Es klingt ja irgendwie nicht gerade so erbaulich, was wir heute vorhaben. Was macht Ihnen eigentlich derzeit Mut? Was macht mir? Das ist eine wirklich gute Frage. Es ist wichtig, irgendwie Mut und Zuversicht zu haben. Was mir Mut macht, ist ehrlich gesagt, dass ich gerne lebe. Mhm. Also, wenn man sich diese wissenschaftlichen Sachen ansieht und Wissenschaftler sagen uns, sie kommunizieren ohnehin nur die konservativsten Ergebnisse, dann kann einem schon ganz anders werden und dann gibt es nicht sehr viel Anlass für Optimismus. Aber ich glaube, sich daran zu erinnern, wie schön das Leben ist und wie wichtig es ist, diesen Elan zu behalten, daher kriege ich meinen Mut. Also meinen Mut, morgens aufzustehen und meine Arbeit zu machen und auch das Leben zu genießen und schön zu finden. Was ist es denn genau, das ausmacht, dass Sie gerne leben? Welche Dinge? Mit meinem guten alten Freund Diderot würde ich sagen, es ist der Eros. Mhm. Das ist nicht nur Sex, obwohl auch, aber das ist jedes Interesse, jedes Beziehung, jede Freundschaft, jedes Gefühl von Schönheit, einfach in die Welt hineingesaugt und gezogen zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch hat und jeder Mensch fühlt. Und das ist vielleicht auch so die Motivation fürs Leben, dass man sich durch diesen Eros ins Leben hineingezogen fühlt, ob man will oder nicht. Und ja, das ist meine Motivation. Ist aber vielleicht auch schon ein Talent, oder? Das Leben so zu sehen und diese Leidenschaft auch so zu verspüren. Ich weiß nicht, ob es ein Talent ist, aber es ist sicherlich auch eine, sagen wir, eine philosophische Praxis. Mhm. Also man kann ja seine eigene Perspektive auf das Leben und die Welt um einen herum auch ändern. Das ist harte Arbeit. Mhm. Von dem, womit man aufgewachsen ist oder was auch die eigene Persönlichkeit einem nahelegt. Aber es ist möglich, das zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht nur dabei stehen zu bleiben, was einem sozusagen serviert wird, sondern daraus auch eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Leben zu machen. Mhm. Sie haben gerade gesagt, wenn man sich die Bilder auch von davor anschaut, es ist einem nicht gerade optimistisch zumut. Und Sie haben deshalb auch ein Buch geschrieben über die Zukunft des Menschen. Das ist nun für einen Historiker eigentlich doch eher erstaunlich, der sich ja mit der Vergangenheit beschäftigt. Das ist aber nicht das erste Mal, dass Sie das tun. Ich bin ein Wiederholungstäter, ja. Ja, genau. Weshalb sind Sie so gegen Gegenwart gerutscht sozusagen als Historiker? Ehrlich gesagt, weil ich aufgewacht bin in die Realität dieser Katastrophe. Ich habe das, wie viele Menschen, lange Zeit so ganz peripher wahrgenommen. Und irgendwann vor 10 Jahren oder so habe ich gemerkt, wie katastrophal das wirklich ist. Und was ist da geschehen, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, das war, ich glaube, es ist einfach Teilnahme an der Welt, dass man auf einmal merkt und auf einmal auch begann zu merken, sozusagen die Natur ändert sich tatsächlich um uns herum. Aber ich muss auch sagen, es ist insofern vielleicht gar nicht so verwunderlich, denn als Historiker interessiert man sich ja nicht darum, dafür, in welchem Jahr irgendeine Schlacht stattfand oder welcher Pippin irgendwann auf einem Thron saß, sondern es geht darum, Perspektiven und Strukturen zu verstehen. Was macht eine Zeit, was sind die Energiequellen dieser Zeit, wie denkt diese Zeit, wie funktioniert die Gesellschaft? Das sind auch Fragen, die man an die nahe Zukunft stellen kann. Mhm. Und das versuche ich einfach, weil ich es schwierig finde, angesichts dieser Katastrophe mich ganz in der Gegenwart zu vergraben. Und es gibt noch was, und das ist, dass ich als Historiker immer schon interessiert gewesen bin an so Sattelpunkten, an so Bruchmomenten in der Geschichte. Also
Zum Beispiel die Aufklärung, zum Beispiel das frühe 20. Jahrhundert. Mhm. Etwas, und, das Sie extrem stark interessiert und ja, auch schon darüber geschrieben haben. Mhm. Und wir leben an so einem Bruchpunkt. Wir leben an einem Bruchpunkt, der größer ist als all die. Wir leben wirklich in einer intellektuellen, geistigen Revolution, die größer ist als die kopernikanische. Mhm. Weil wir beginnen müssen, 3000 Jahre Kulturgeschichte hinter uns zu lassen und diese absurde Idee, in die wir alle hineingeboren sind, weswegen wir sie völlig normal finden, dass wir über und außerhalb der Natur stehen und mit der Natur verfahren können, wie wir wollen. Wir lernen gerade durch diese Klimakatastrophe, wie falsch diese Idee ist. Und uns selbst zu rekonstruieren, einfach ein Bild von uns zu rekonstruieren, was jetzt nicht mehr so absurde Lügen transportiert, sondern irgendwie einen realistischeren und wahrscheinlich auch bescheideneren Platz in diesem System findet, das ist eine aufregende Aufgabe. Genau, Sie haben jetzt schon einiges vorweggenommen, worum es heute gehen soll. Das ist das, was Sie hier in diesem neuen Buch auch thematisieren. Sie haben hier eine Biografie der Naturbeherrschung geschrieben, könnte man sagen. Also Sie schauen in die Zukunft mit der informiert über die Vergangenheit sozusagen. Und da geht es Ihnen ganz zentral um diesen einen Satz aus der Genesis: Macht euch die Erde untertan. Und Sie sagen, dieser Satz sei eine mythologische Atombombe und eine Wahnidee. Erzählen Sie mal. Naja, warum Atombombe? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Gehen wir in die Welt zurück, bevor dieser Satz gesprochen wurde. Und übrigens, diesen Satz hat nicht die Bibel erfunden. Wir haben nicht so einen schönen Satz, an dem wir das aufhängen können von davor, aber es ist eigentlich eine Idee aus Mesopotamien. Mhm. Eben genau, es kommt ja zum Beispiel auch im Gilgamesch-Epos, kommt ja eigentlich dieses Ideal deswegen, schon vor. Deswegen ist Gilgamesch mein erster Held sozusagen, mhm, der zwei Drittel Mensch, ein Drittel Gott ist. Mhm. Und der den Tod selbst besiegen will und daran scheitert. Mhm. Aber in einer Welt, in einer damaligen Welt, in einer animistischen Welt, weiß man, wenn man an viele Götter und Dämonen und Geister und Ahnen glaubt, was auch immer ich tue, berührt das Territorium und das Interessengebiet von einer anderen Macht. Ich will in See stechen, dann muss ich Poseidon opfern. Sonst gibt es einen Sturm oder es gibt eine Flaute und ich komme nicht weiter. Aber wenn Poseidon böse ist, aufgebracht, das geht nicht. Ich will ein Feld aussehen, ich muss ein Ritual machen und etwas Wein ausschenken oder sowas, um die Geister zu berühren. Das sind natürlich alles symbolische Handlungen, aber sie erkennen auch an, wir stehen in einem Geflecht von Kräften. Wir sind nicht allein. Und wir müssen mit diesen Kräften umgehen lernen. Mhm. Und dann kommt die Bibel und sagt, das ist von heute auf morgen nicht mehr wahr, sondern die Natur ist totes Territorium. Das ist flacher Staub und der kann in klassisch-patriarchalischer Weise penetriert, umgegraben, besessen, gekauft, verkauft werden und ist rein passiv. Das ist eine geistige Revolution. Also vielleicht muss man da zwei Dinge sagen. Einerseits sind natürlich die Textfragmente, aus denen die Genesis und dieser Satz, den wir gerade zitiert haben, steht, die sind ja die sind ja nicht von einem Zeitpunkt, also vielleicht nicht unbedingt von heute auf morgen, aber vor allen Dingen ist es jetzt primär der erste Schöpfungsbericht. Im zweiten Schöpfungsbericht gibt es ja tatsächlich dieses Ideal von die Schöpfung erhalten und pflegen und so weiter, oder? Das ist richtig. Also warum kommt das überhaupt in die Bibel? Mhm. Die Juden waren im Exil, wurden nach ihrer Rebellion gegen ihre babylonischen Herrscher umgesiedelt. Das war übrigens damals ganz normal. Das haben babylonische Herrscher mit vielen rebellischen Provinzen gemacht. Wir wissen es nur von den Juden, weil es dort schriftlich fixiert war. Und natürlich für die eine große nationale Tragödie. Und in diesem babylonischen Exil, so ein bisschen auch um ein tragbares Heimatland zu schaffen, wurden die 5 Bücher Mose redigiert und geschrieben. Und warum gibt es 2 Schöpfungsberichte? Naja, wahrscheinlich, weil wenn man Dokumente schaffen will, die sozusagen das Gründungsdokument einer großen Gemeinschaft sind, aber in dieser Gemeinschaft gibt es verschiedene Geschichten, die stark zirkulieren und an die Menschen glauben, dann muss man all diese Geschichten mit einbeziehen, auch wenn sie einander widersprechen. Sie müssen alle in den sozusagen Status der Heiligkeit erhoben werden. Deswegen gibt es viele Widersprüche. Aber es ist schon richtig, es gibt in der Bibel natürlich, es gibt auch das Buch Hiob, wo der Mensch eben überhaupt nicht als mächtig beschrieben wird, sondern als zerstört von den Kräften. Aber dieser Satz ist besonders prägnant, er ist auch ganz besonders wirkmächtig geworden und das ist mir wichtig.
Er ist, und vielleicht sprechen wir später noch drüber, in der Aufklärung eben umgewandelt worden in die wissenschaftliche Naturbeherrschung. Genau, das können Sie dann später Aber ausführen. Der Gedanke der Beherrschung bleibt eben. Und darum geht es eigentlich dann. Und dieser Gedanke der Beherrschung, den finde ich ganz interessant, weil ja immer auch wieder darüber diskutiert wird, ob es eigentlich eine Übersetzungsfrage ist. Und da gibt es auch Theologinnen, auch in der feministischen Theologie wird das oft diskutiert, ob da nicht eigentlich auch andere Aspekte damit betont werden müssten. Also in diesem Falle sicherlich nein. Mhm. Denn dieser Bibelvers, also macht euch die Erde untertan, oder eigentlich macht sie euch untertan, das heißt auf Hebräisch Vachipsuha. Und Sie haben ja auch Judaistik studiert. Ich habe Judaistik mal studiert und diese Wortwurzel aus drei Konsonanten, Chabash, die, auf der dieses Verb beruht, die ist ganz klar für Unterwerfung, Vergewaltigung, Zerstörung, Unterdrückung benutzt. Das ist kein nettes Wort. Das ist in keinem Kontext ein nettes Wort. Mhm. Und insofern, nein, das ist ein gewalttätiges Bild, was da gebraucht wird, ganz deutlich. Es geht darum, die Natur unters Knie zu zwingen, und sich zu Willen zu machen. Mhm. Das ist nicht die einzige religiöse Tradition in der Bibel, aber ich glaube, es ist die wirkmächtigste gewesen, wenn Sie sich die Geschichte danach ansehen. Mhm. Es gibt immer wieder, wenn wir jetzt uns nur aufs Christentum beschränken, immer wieder Bewegungen, die auch dagegen gehen. Denken Sie an Franziskus von Assisi, denken Sie an die Befreiungstheologie. Genau. Aber dieser Satz, und man darf auch nicht vergessen, dieser Satz ist natürlich nicht wirkmächtig geworden als hebräische Bibel, sondern als Vulgata auf Lateinisch, als King James Bibel auf Englisch, mhm, und als Luther Bibel auf Deutsch. Mhm. Und in all diesen drei Übersetzungen ist das Verb, was benutzt wird, subjugate the earth, macht sie euch untertan. Richtig. Also das ist wirklich unambivalent eigentlich. Mhm. Ich zitiere Sie mal kurz. Sie schreiben, die Bibel des einzigen Gottes kennt nur eine tote Erde, wie Sie es gesagt haben, eine Welt aus Staub, die unbeseelt, ohne eigenen Willen und ohne Macht nur darauf wartet, unterworfen, gepflügt, besessen zu werden. Aber eben gerade, wie Sie es auch schon angetönt haben, es gibt natürlich auch viele Gegenbewegungen. Denken wir nur schon an Papst Franziskus, der 2015 eine Umweltenzyklika geschrieben hat. Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti. Specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello alla responsabilità in base al compito che Dio ha dato all'essere umano nella creazione, coltivare e custodire il giardino in cui lo ha posto. Ja, das klingt ein bisschen anders aus diesem Mund. Verantwortung für die Schöpfung, die dem Menschen übergeben worden ist. Da kann man auch die ganze Ökotheologie reinnehmen, die ja kann auch, die es auch schon lange gibt. Soll man auch? Wobei cultivare son giardino klingt ein bisschen wie cultiver son jardin. Und dann sind wir bei Voltaire, mhm, und dem Rückzug aus der Welt. Mhm. Aber nein, dass dieser aktuelle Papst das tut, das ist sicherlich etwas ganz Wesentliches, weil es das auch zu einem wesentlichen Teil von religiösem Leben macht. Und ich oft den Eindruck habe, wenn ich mit Menschen spreche, die Christen sind, was ich selbst nicht bin, dass da auch ein bisschen die Idee ist, naja, Gott hat ja einen Plan für uns. Mhm. Die Katastrophe kann ja nicht so katastrophal sein, denn wir wissen ja, wo die Geschichte hingehen soll. Also theologisch geformt? Mit ja, einem Ziel. Natürlich, mhm, mit dem Ziel der Seligkeit des jüngsten Gerichts. Mhm. Also das, oder sogar die apokalyptischen Christen, die sagen, diese Umweltzerstörung ist der Anfang der Apokalypse und wir müssen sie eher befördern als bremsen. Mhm. Auch das gibt's. Was denken Sie selber von Franziskus? Es hat mich erstaunt, dass ein Papst solche Ideen sich auf die Fahne schreibt. Mhm. Was innerkatholisch passiert, ist mir nicht so wichtig sozusagen. Ich meine, wie er mit Frauen umgeht und so weiter. Und auch gerade wie zum Beispiel der Missbrauchsskandal letztendlich nicht angegriffen wird von der Kirche. Und wenn man hört, dass es allein in der Nachkriegszeit 300.000 dokumentierte Fälle in Frankreich, mhm, gibt, dann sieht man doch, dass da vielleicht etwas größerer Arbeitsbedarf noch wäre. Oder vielleicht auch, dass die Glaubwürdigkeit der Kirche dadurch völlig unterminiert ist. Mhm. Aber also es gibt durchaus, glaube ich, eine gemischte Bilanz, aber das, was er über
Fragen der Klimakatastrophe sagt, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil er natürlich auch viele Menschen hat, die ihm zuhörten und die das bis jetzt nicht gewohnt waren, dass hohe kirchliche Würdenträger über so etwas gesprochen haben. Und eben sogar Enzyklika rausgeben. Sprechen wir noch ein bisschen über Sie für einen Moment. Sie schreiben unheimlich viel. da lachen Sie schon. Sie haben letztes Jahr auch gerade dieses 600-seitige Buch geschrieben, und zwar im Corona-Lockdown. Und Sie haben in einem Interview gesagt, Sie haben das innerhalb von 5 Wochen geschrieben. Wie schaffen Sie sowas und was treibt Sie an? Außer Geldnot, meinen Sie. was treibt mich an? Interesse. Und wie schaffe ich das? Ich meine, im Lockdown war es einfach, weil normalerweise reise ich durch die Welt wie ein Verrückter und halte Vorträge und spreche auf Festivals. Und aktuell auch gerade in der Schweiz? Deshalb aktuell, Gott sei Dank, auch in der Schweiz. Aber da war Ruhe. Da konnte ich nirgendwo hin. Ich konnte kaum mein Zimmer verlassen. Und ich habe den Lockdown im 17. Jahrhundert verbracht. Mhm. Ich habe mir Illustrationen und Zeichnungen und Gemälde und Skizzen überall in den Raum geklebt, sodass ich sie überall sehen konnte, und war von morgens bis abends in diese Geschichte versunken. So geht das. Und es ist auch ein historischer Roman, also da merkt man schon, da gehen Sie schon zurück auch zu dem, was Sie eigentlich offenbar nährt und stärkt. Und etwas anderes ist ja auch auffällig, Ihre Helden, die immer wieder vorkommen, auch in diesem neuesten Buch, das sind oft so aufklärerische Denker. Sie haben gerade Diderot davor genannt. Rousseau ist auch einer davon. Menschen, die etwas gedacht haben zu einer Zeit, wo dieses Denken relativ gefährlich war. Man konnte auch mit dem eigenen Leben dafür bezahlen. Bei Diderot ist es ja auch ganz interessant. Der kam nach Paris, um Priester zu werden, hat sich dann immer stärker von der Religion entfremdet und mit dieser Entfremdung auch von seiner Familie entfremdet. Und ich habe mich dann gefragt, hat das irgendwas auch mit dem Herrn Blom zu tun? Sie haben zuvor auch gesagt, weshalb laden Sie einen Atheisten in diese Sendung ein? Naja, also Herr Blom, er hat eine religiöse Kindheit hinter sich, wie auch Diderot. Diderot hat dann irgendwann gesagt, er hätte in Paris die schönen Frauen und das Theater entdeckt, und dann war es für ihn mit der Religion vorbei. Bei mir hat es etwas länger gedauert, aber natürlich ist das auch ein Hintergrund, der einen bereichert, weil es in der Geschichte so wichtig ist. Und genauso wie man Kunstwerke nicht verstehen kann, wenn man die religiöse Sprache nicht spricht, weil man die Hälfte der Motive gar nicht erst versteht oder vielleicht auch die Emotionen, die dabei sind. Aber ich glaube, der Mut von Diderot und Leuten, und ich würde übrigens Rousseau anders lesen, also das ist sicherlich nicht einer meiner Helden, aber der Mut von Diderot und diesen Leuten, natürlich haben sie in einer Zeit geschrieben, wo es Zensur gab und wo ihr Lebensunterhalt auf dem Spiel stand. Es gab auch Menschen, die wurden hingerichtet, auch in Frankreich damals schon. Aber ich glaube, der allergrößte Mut war, zu denken, was alle Menschen um ihn herum, die ihn liebten, nicht dachten. Was die für unmoralisch und gefährlich und falsch hielten. Denn seine Familie war ihm wichtig. Genau. Sein Vater war ihm wichtig, der sehr religiös war, und man sieht immer diese Ambivalenz, dass er seinen Vater ablehnt, aber auch von seinem Vater akzeptiert und geliebt und respektiert werden will. Und natürlich, solche Dialektiken sind sehr wichtig in einer Biografie. Welche Dialektik, oder wann hat bei Ihnen diese Dialektik dann sozusagen zugeschlagen? Weil Sie haben gesagt, bei Ihnen hat es länger gedauert als bei Diderot. So ungefähr, als ich 20 war. Ich habe mich davor sehr intensiv mit Religion auseinandergesetzt, aber dann ist es ein bisschen einfach von mir abgefallen. Ich habe die Notwendigkeit nicht mehr gefühlt, und ich habe auch persönlich anders angefangen zu denken. Mhm. Ich bin aufgewachsen mit einem Gedanken davon, wie kann irgendjemand nicht wissen, dass es einen Gott gibt? Und ich kam dann irgendwann dahin, dass ich dachte, an welchem Moment, wenn ich mir die Welt um mich herum ansehe, an welchem Moment müsste ich anfangen, an einen Gott zu glauben, um sie mir zu erklären? Mhm. Und dieser Moment ist mir nie gekommen, weil, wissen Sie, es gibt diese schöne Idee von Ockhams Rasiermesser. William of Ockham war ein Theologe im 13. Jahrhundert, und der hat sozusagen ein Kriterium, ein rein heuristisches Kriterium für Wahrheit gemacht, also nur eins, was sozusagen als Versuch taugt. Aber er hat gesagt, wenn du ein Phänomen hast und verschiedene Erklärungen dafür, dann ist wahrscheinlich die einfachste die beste. Nicht immer, aber wahrscheinlich.
Und wenn Sie sich so ein Problem ansehen wie die Theodizee, und wie kann also ein liebender, allbarmherziger, guter und allwissender Gott groteskes Leiden auf der Welt zulassen? Dann muss man sagen, es ist ein Baum, um den sich die klügsten Köpfe der Christenheit seit 2000 Jahren gewunden haben, ohne zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Ja, weil die menschliche Freiheit im Wege steht. Richtig. Und wenn man dann ganz komplizierte Erklärungen finden muss, wenn man aber sagt, es gibt das Leiden, weil wir auf der Welt sind und weil diese Welt an sich keinen Sinn hat. Und es ist besser, das Leiden auszumerzen oder zu vermeiden. Dann braucht man dafür keinen Gott mehr. Und dann braucht man die ganzen komplizierten Über-Drüber-Erklärungen, warum das denn doch so ist, nicht mehr. Mhm. Es erscheint mir auch einfach einfacher. Also Sie leben Ihr Leben gemäß dem Occams Rasiermesser-Prinzip. Einfacher ist sozusagen auch schöner. Und Sie sind ja auch im Beirat der Giordano Bruno Stiftung. Das passt dazu. Und im Manifest für diese Stiftung, das der Philosoph Michael Schmidt-Salomon geschrieben hat, da steht, und das führt mich so wieder ein bisschen zurück zu diesem Buch, wir leben in einer Zeit der Ungleichzeitigkeit. Während wir technologisch im 21. Jahrhundert stehen, sind unsere Weltbilder noch von Jahrtausende alten Legenden geprägt. Diese Kombination von höchstem technischem Know-how und naivstem Kinderglauben könnte auf Dauer fatale Konsequenzen haben. Wir verhalten uns wie Fünfjährige, denen die Verantwortung über einen Jumbo-Chat übertragen wurde. Da noch so ein bisschen pointiert zum Schluss formuliert. Dient denn Ihr Buch dem Anliegen, erwachsen zu werden? Das ist eine interessante Frage. Aber sagen wir so, für mich ist Erwachsenwerden, persönliches Erwachsenwerden, sozusagen die zentrale Herausforderung, ist nicht mehr völlig durch die Welt seiner Kindheit beschrieben zu sein. Und das ist schon schwer genug. Nicht immer auf die eigene Kindheit zu reagieren, sondern auf die Situation der Gegenwart. Insofern, ja, ist das natürlich auch eine Auseinandersetzung, die ums Erwachsenwerden, ums Mündigwerden einer Menschheit geht, die begreifen muss, dass es keine äußere Macht geben wird, die ihr in dieser Situation helfen wird, dass sie sich auf ihre eigenen Kräfte verlassen muss, ihre eigene Kreativität, vielleicht ihre eigene Leidensfähigkeit, um diese Situation so zu wenden, dass es auch in der Zukunft komplexe menschliche Gesellschaften geben kann. Und darüber sprechen wir. Aber das muss doch auch ein gläubiger Mensch tun. Der muss ja auch in ad hoc handeln. Das ist ja einfach die Hoffnung, die er hat, ist sozusagen einfach das, was dahinter steht oder darüber. Ich will das auch gar nicht gegen den Glauben ausspielen. Aber für mich ist der Glaube nicht etwas, was ich kann durchaus Diderot, was mir auch an ihm gefällt, und ist, er hat seine Sehnsucht nach der Religion behalten. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Er hat nicht mehr an Gott geglaubt und aus großer Überzeugung, er hieß der Atheist, der Erzatheist des 18. Jahrhunderts, aber er hatte eine Sehnsucht nach dieser Welt, wo alles eine Erklärung hatte, wo es eine Geborgenheit gab, wo es eine Struktur gab, an die man glauben konnte. Und noch als alter Mann, wenn eine religiöse Prozession an seinem Haus vorbeiging, kamen ihm die Tränen. Was er gemacht hat und was ich philosophisch für eine ganz wichtige und interessante Idee halte, er hat gesehen, er braucht diese Geschichten, in die er glauben kann. Geschichten von Gut und Böse, Geschichten, die Anfang, Mitte und Ende haben. Geschichte, in der Tugend belohnt und Laster bestraft wird. Und er hat diese Geschichten in Romane geschrieben und in Theaterstücke geschrieben. Und wenn Sie sich ansehen, wie ein Theater funktioniert, wenn Sie ins Theater gehen und sagen, aha, ich sitze hier, um Leute zuzusehen, die monatlich gezahlt kriegen, auswendig gelernte Texte aufzusagen. Das ist relativ unromantisch. Dann haben Sie nichts im Theater verloren. Sie müssen wirklich glauben, diese Menschen auf der Bühne erleben diese Konflikte jetzt. Und das ist schrecklich. Aber Sie dürfen auch nicht wie der Cowboy im Wilden Westen dann aufstehen und Othello erschießen, wenn er Desdemona erwürgt hat. Weil Sie wissen müssen, sobald ich dieses Theater verlasse, bin ich wieder in einer Welt, wo nicht gerade ein Mensch eine Frau erwürgt hat, sondern wo das zwei Schauspieler sind, mit denen ich nachher ein Glas Wein trinken kann. Und die Kunst ist, beides gleichwertig im Kopf zu behalten. Nicht zu sagen, na, das Theater, es ist ja alles erlogen und alles falsch. Nein, das Theater spricht zu einem Bedürfnis von uns, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, mit diesen Strukturen, mit unseren eigenen Konflikten, mit unserem eigenen Bedürfnis nach einem Ziel, einer
einer Qualität im Leben, die wir vielleicht draußen nicht finden. Also es antwortet natürlich schon auf menschliche Bedürfnisse, ganz richtig, elementar. Das Bedürfnis ist real, wenn aber vielleicht, und das unterscheidet ihn von Rousseau, das Ziel nicht real ist. Mhm. Rousseau schreibt in einem Brief an Voltaire, nein, ich habe zu viel gelitten, als dass es keinen Gott geben könnte. Ja. Mit anderen Worten, alles geht von mir aus und wenn ich das will, muss es auch so sein. Mhm. Diderot begreift, ich will, dass es so sein würde, aber es ist leider nicht so. Mhm. Und mein Bedürfnis muss ich trotzdem ernst nehmen, denn wenn ich das leugne und wegschiebe, bin ich ein ärmerer Mensch. Mhm. Aber ich muss es spielerisch ernst nehmen, denn wenn ich anfange, daran zu glauben, dass da gerade ein Mord passiert ist im Theater, dann kann ich nicht mehr adäquat handeln, dann kann ich nicht mehr adäquat in der Welt leben. Das ist für mich eine sehr wichtige Doppelbewegung. Das ist total spannend und das führt mich noch ein bisschen auf Abwege, aber trotzdem will ich das kurz sagen, weil das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, ist doch das, was eigentlich Pascals Wette ist. Dass man sagt, man wettet halt drauf, dass es diesen Gott gibt, weil es in dem Moment für mein Leben, für meine Lebensführung eben eigentlich hilfreich ist. Also das Hilfreiche ist das Relevante. Und Sie sagen... Nein, Pascals Wette ist ja nicht, dass es jetzt ihm hilft, sondern dass er dann nachher nicht in der Hölle brennen muss. Also wenn er annimmt, dass es... Es ist ganz einfach, er kann sein Leben leben und annehmen, es gibt keinen Gott. Aber eben, wenn es keinen gibt und ich trotzdem jetzt dran glaube, dann hilft es mir trotzdem für die momentane Lebensführung. Richtig. Diesen immanenten Aspekt gibt es ganz klar in der Wette. Richtig. Aber es ist auch eben, will ich im ewigen Höllenfeuer und deswegen, auch wenn ich vielleicht nicht völlig dran glaube, tue ich doch alles, was von mir verlangt wird, denn dadurch vermeide ich das. Mhm. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Gut, gehen wir aber von quasi Theater und so weiter in die Geschichte rein, weil das ist ja dann interessant. Was geschieht dann mit diesen Geschichten? Sie haben das Buch aufgeteilt in Mythos, Logos und dann Kosmos. Und wenn wir jetzt mal schauen, was da in diesem Logos-Teil geschieht, dann arbeiten Sie zum Beispiel mit der Frage, wie konnte es überhaupt sein, dass Europa in einer Zeit, wo Europa überhaupt nicht so mächtig war und zum Beispiel China viel relevanter, so relevant wurde, eben so aufgestiegen ist. Und dann sagen Sie, das war purer Zufall. Und dann auch die Verbreitung dieser Ideologie eigentlich einem Zufall geschuldet. Es war viel mehr Zufall, als wir es gerne hätten. Mhm. Wir leben oft mit der Idee, wir sind reich und leben in friedlichen Ländern, weil wir demokratisch sind und egalitär sind und pünktlich sind und unsere Gesetze beachten und so weiter. Aber die Geschichte suggeriert das anders. Europa konnte andere Weltteile kolonisieren, zum Beispiel, weil China, die das gerade getan hatte im Indischen Ozean, sich plötzlich zurückgezogen hat aus seinen de facto Kolonien, seinen Handelsstützpunkten, die bis nach Afrika reichten, weil das eine interne chinesische politische Konflikt. In welchem Jahrhundert befinden wir uns jetzt? Jetzt befinden wir uns im 15. Jahrhundert, also gerade bevor die Portugiesen anfangen, den Seeweg nach Indien zu finden. Hätten sie das 50 Jahre vorher gefunden, wäre das alles schon besetzt gewesen von einer mächtigen chinesischen Marine. Aber so war es auf einmal möglich. Auch die Technologien, auch die Tatsache, dass Europa sehr viel Küstenlinie hat, die es ihm ermöglicht, das offene Meer zu erreichen. Was zum Beispiel das Osmanische Reich überhaupt nicht hatte. Das war auch viel mächtiger, aber es hatte keinen Zugang zum offenen Ozean. Auch die Tatsache, dass Europa eigentlich noch Post-Rom war, das heißt ein zersplittertes ehemaliges Reich, wo ganz kleine Mächte gegeneinander kämpften und deswegen Innovation sehr wichtig war in diesem dauernden Konkurrenzverhältnis. China hatte de facto keine Konkurrenten, musste also seine Technologie auch nicht weiterentwickeln. Mhm. Also sehr viele Elemente haben da mitgespielt, aber der Zufall hat auch ganz massiv mitgespielt, ja. Und also das Europa, das diesen Sprung gemacht hat und dann natürlich damit auch diese Idee der Unterwerfung der Welt mit seiner Missionierung in die ganze Welt getragen hat, das wurde ihm sozusagen nicht in die Wiege gelegt. Und Sie haben ja dann auch, Sie beschäftigen sich oder haben sich auch mit der kleinen Eiszeit beschäftigt, unter anderem hier drin. Und was dort ja dann auch interessant ist, nimmt sozusagen auch den Faden von davor wieder auf, also die kleine Eiszeit 1570 bis 1700, dass dort, das sagen Sie, eigentlich auch ein Brechpunkt war, da verändert sich eine Erzählung nochmals. Also es ist ja immer so eine Sache mit historischen Parallelen. Und kann man nun wirklich
aus der Geschichte lernen. Und das ist eine andere Diskussion. Das ist, glaube ich, sehr interessant, aber sehr kompliziert auch. Aber von der kleinen Eiszeit können wir wirklich etwas sehen. Es wurde kälter auf der ganzen Welt. Ich habe mir das für Europa angesehen in einem Buch, Die Welt aus den Angeln. Genau. Und was man vor allen Dingen, man kann natürlich beobachten, was jetzt in der Natur passiert. Das ist sehr gut erforscht. Und natürlich für die Menschen bedeutet das, ein langer Winter und kurze verregnete Sommer bedeuteten brutale Ernteausfälle. Dadurch kamen soziale Unruhen. Der Getreidepreis bestimmte alle Preise, wie der Goldstandard später. Das heißt, es gab eine riesige Inflation. Mhm. Die Gesellschaften kamen durcheinander. Aber was am schlimmsten war, der Vertrag mit Gott war gestört. Denn bis jetzt war es immer so gewesen, die Menschen haben gebetet und Gottes Gebote beachtet und er hatte ihnen zu essen gegeben. Und jetzt auf einmal bekamen sie nicht mehr genug. Und was war die erste Reaktion dieser Gesellschaft darauf? Naja, selbstverständlich. Bußgottesdienste, Prozessionen, Selbstgeißelungen, genau. Reliquien zu Gletschern hinauftragen und ihnen Einhalt gebieten und Hexenverbrennungen. Mhm. Nach jeder schlechten Ernte gab es eine Welle von Hexenverbrennungen. Sie können sich vorstellen, dass das gegen den Klimawandel nicht wahnsinnig gut geholfen hat. Mhm. Was dann schon half, adaptiv, das war die Tatsache, dass sich die Kultur auf einmal geändert hat, die Wirtschaft geändert hat. Handel wurde auf einmal nicht nur für Luxusgüter wichtig, sondern auch für allgemeine Versorgungsgüter. So ist Amsterdam reich geworden, baltisches Getreide nach ganz Europa weiter zu verkaufen. Städte wurden wichtig, Innovation wurde wichtig, eine Mittelklasse wurde wichtig, Menschen, die lesen und schreiben und rechnen können. Wissenschaft wurde wichtig, denn Botaniker haben angefangen, in lateinischen Publikationen, die man überall lesen konnte, zum Beispiel zu empfehlen, Kartoffeln anzubauen. Also eigentlich auch die Kehrseite, oder? Von dieser ganzen Erzählung, dass es eben ganz viel befördert hat. Aber nur durch eine neue Erzählung. Mhm. Diese neue Erzählung führt zu der Aufklärung. Mhm. Denn das ist auch die Rebellion. Aber worin liegt denn die neue Erzählung genau? Die neue Erzählung liegt in diesem Fall darin, dass die Aufklärung gesagt hat, wir wollen uns nicht mehr regieren lassen von altem Aberglaube, von überkommenen Dingen, sondern wir wollen unsere eigene Kapazität zu denken benutzen, um die Welt zu verstehen. Das war neu. Mhm. Auch die Tatsache, dass Menschen gleich sind. Sie müssen sich vorstellen, in einer Welt vor der Aufklärung war es völlig selbstverständlich. Selbstverständlich sind Menschen ungleich. Mhm. Und das ist das Fundament der Gesellschaft. Das Fundament der Gesellschaft ist, Adlige sind besser als Bauern. Christen sind besser als Heiden. Männer sind besser als Frauen. Und wer das nicht glaubt, bringt die Gesellschaft durcheinander. Mhm. Und jetzt kommt die Aufklärung und sagt, nein, alle Menschen sind gleich an Rechten geboren. Das ist ein absoluter Wahnsinn, dieser Satz. Das ist ein gefährlicher und subversiver Satz. Inzwischen ist es für uns das Langweiligste auf der Welt. Aber was ich schon finde und weswegen ich glaube, dass es möglich ist, einen Vergleich zu ziehen. Wir sehen, dass in der kleinen Eiszeit eine Erzählung zusammenbricht, mhm. nämlich die Einheit zwischen Gott und Natur, und eine andere kommt. Wir erleben jetzt, wie eine Erzählung zusammenbricht. Das wollte ich Sie gerade fragen, die Parallele, genau. Wir erleben, wie zum Beispiel die Kraft des Westens in der Nachkriegszeit lag im Wirtschaftswachstum. Mhm. Und das ist das, was wir können. Nun ist es so, wenn ein Wirtschaftsraum 3% pro Jahr wächst, verdoppelt er sich in 24 Jahren. Das heißt, wollen wir in einem Vierteljahrhundert ernsthaft daran denken, zweimal so viel Rohstoffe zu verbrauchen für zweimal so viel Produkte und zweimal so viel Schadstoffausstoß? Oder vielleicht mit ganz tollen Technologien nur ein Drittel mehr von einem Sockel, der jetzt schon viel zu hoch ist? Und dann sehen wir, aha, wir können uns aus dieser Situation plötzlich nicht mehr herauswachsen. Diese Erzählung wird nicht mehr für uns funktionieren. Mhm. Das ist keine Frage von Emissionshandel und das ist keine Frage von kleinen kosmetischen Veränderungen. Das ist wirklich eine Frage davon, das Narrativ, dass wir außerhalb und über der Natur stehen und die da ist für uns, um gebraucht zu werden, mhm. auf den Kopf stellen und sagen, nein, wir sind ein ziemlich unwichtiger Organismus mitten in diesem gigantischen System. Und da haben wir einen Handlungsspielraum. Aber der ist vielleicht nicht so groß, wie wir gerne hätten. Lassen Sie uns das gleich später noch mal ausführen, weil Sie haben zuvor auch versprochen, sozusagen noch kurz auf die Aufklärung einzugehen, zu Beginn des Gesprächs, weil das ist ja doch ein interessanter Punkt. Sie sagen nämlich oder haben auch gesagt, dass dort dieser ganzen Dynamik der Erzählung eigentlich nicht unbedingt der Wind aus den Segeln genommen wurde, sondern die Aufklärung war trotzdem sehr relevant, um dieses Ideal der Unterwerfung weiterzuziehen. Das ist ein ganz spannender Moment in der Geschichte der Aufklärung. Man sieht einerseits
wie tief sie Dinge hinterfragt, zum Beispiel die menschliche Gleichheit. Aber dann bekommt man fast das Gefühl, dass irgendwann die Aufklärer vielleicht ein bisschen Angst vor ihrem eigenen Mut bekommen haben oder vielleicht auch einfach, erstens waren sie alle in christlichen Schulen gewesen, mit Ausnahme von Spinoza und Mendelssohn, die auf jüdischen Schulen waren, aber natürlich hatten sie alle die Religion tief in sich, dieses religiöse Denken. Und gleichzeitig natürlich hat die ganze Gesellschaft das tief in sich im 18. Jahrhundert. Das ist sozusagen im Blutstrom der Gesellschaft. Und es war viel einfacher, Ideen zu vermitteln, die sozusagen strukturell ähnlich waren wie christliche Ideen, als Ideen, die ganz neu und ganz unterschiedlich waren. Also zum Beispiel, schauen Sie sich die christliche Seele an. Das ist der edle, immaterielle Teil einer Person, um dessen Willen diese Person alles, was irdisch ist, an sich, also die Instinkte, die Lust, die Gefühle, unterdrücken muss und kontrollieren muss und ihnen misstrauen muss, um die Seele zu reinigen und zu retten. Das ist eine ganz ähnliche Dynamik wie mit der aufgeklärten Vernunft, wo es auch darum geht, wir müssen also den irrationalen Teil an uns kontrollieren und unterdrücken, um vernünftig zu sein. Sehen Sie sich den Fortschritt an, der immer noch etwas ist, was in unserer Gesellschaft allgemein akzeptiert ist. Das ist sehr deutlich von der christlichen Heilsgeschichte abgeleitet. Die Geschichte geht in eine Richtung, geht auf ein Ziel zu und geht auch immer weiter nach oben. Und so haben Sie sehr viel christliches Denken, sehr viel theologisches Denken, ganz konkret theologisches Denken im Denken der Aufklärung, was sozusagen weiter tradiert wird und dabei eben auch die Stellung des Menschen außerhalb und über der Natur. Nicht immer und nicht überall, und das ist auch wichtig, denn was wir die Aufklärung nennen, ist, was das uns das 19. Jahrhundert weitergegeben hat. Die Aufklärung war viel chaotischer und viel reicher, aber nicht alles davon ist tradiert worden. Solche Leute wie mein guter Freund Diderot, von dem wurden Texte erst im 20. Jahrhundert publiziert, weil er wirklich so eine Condamnatio Memoriae eigentlich hatte. Für den sind Menschen aus Molekülen gemacht. Aber dann kommen wir wieder zu seinem Elan, zu seiner Lust. Er schreibt dann irgendwann seiner Geliebten Sophie Volant: Oh Sophie, meine Sophie, wenn nur, ich weiß, dass wir nur aus Molekülen bestehen und uns zersetzen werden. Aber wenn ich nur glauben kann, dass irgendwann einige von meinen Molekülen, einige von deinen Molekülen finden und sich wieder mit ihnen vereinigen können, dann kann ich glücklich sterben. Fast schon eine Jenseitsvorstellung. Das ist jemand, der um eine Jenseitsvorstellung ringt, genau. Auf eine sehr charmante Weise. Genau. Und wer sich weiter interessiert für Diderot, Sie haben ja eben auch ein Buch, Die bösen Philosophen, geschrieben, wo Diderot eine zentrale Stellung einnimmt. Und dort dröseln Sie es auch so ein bisschen auf, wie er eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Sie sagen aber, die Erzählung eben dauert bis heute fort, und zwar unter anderem in einer Form von Selbstunterwerfung, wenn ich das richtig verstanden habe, die Sie im Transhumanismus, also dieser Bewegung, die man derzeit im Silicon Valley, in China, in Japan beobachten kann. Wie genau sieht dort die Unterwerfung aus? Nee, das ist ein Weiterspielen der Unterwerfung der Natur. Daran ändert sich sozusagen strukturell nichts. Und wie gesagt, auch für die, sagen wir, für die Mainstream-Aufklärer, die wir geerbt haben, ist ja das Ziel die wissenschaftliche Naturbeherrschung. Das heißt schon wieder, wir gehören nicht dazu, wir sind nicht Teil davon, sondern das ist eine Spielwiese, die wir ordnen können. Diese wissenschaftliche Naturbeherrschung ist natürlich die religiöse Naturbeherrschung von davor und geht dann in die ökonomische Naturbeherrschung unserer Tage. In eine ganz harte Unterwerfung von ganzen natürlichen Systemen, die passiert. Und der Transhumanismus, der will sich dieser Logik ja nicht entziehen. Also lediglich ein Wurmfortsatz dieser Erzählung dann? Naja, ich meine, es gibt verschiedene Arten von Transhumanismus. Und es gibt auch den Transhumanismus, der sagt, vielleicht ist der karbonbasierte Mensch nur so ein evolutionäres Durchgangsstadium zu silikatbasierten Lebensformen, die das alles nicht mehr brauchen. Das wäre interessant, weil dann sozusagen Gilgamesch nicht mehr zwei Drittel irdisch und zwei Drittel göttlich und ein Drittel irdisch wäre, sondern ganz göttlich geworden wäre. Er hätte keine unangenehmen Triebe und Lüste und Krankheiten und Älterwerden mehr. Also das ist auch ein Transhumanismus, der vielleicht eine ganz transformative Idee denkt. Aber Menschen, die sich jetzt nur versuchen, ihren Geist hochzuladen ins Internet oder ihren Kopf einzufrieren, um ihn in so vielen Jahrtausenden wieder aufzutauen und auf einen Körper zu setzen,
die haben ja die Logik der Beherrschung eigentlich nicht hinterfragt. Sie haben nur neue Technologien dafür angewendet. Das heißt, Herr Blom wird sich nicht kryonisch, wird nicht als Kryoniker. Herr Blom möchte noch nicht mal unsterblich sein. Mhm. Mir zu überlegen, dass ich in 300 Jahren noch lebe mit niemand, der meine Witze versteht, niemand, der meine Referenzen lesen kann, niemand, mit dem ich eine Welt teile, das ist für mich kein erstrebenswerter Zustand. Deshalb sprechen wir doch jetzt mal über das Ende. Der Untertitel des Buches heißt nämlich Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Jetzt haben wir über den Anfang gesprochen, wir haben über den Verlauf gesprochen. Was ist das Ende? Das Ende der Herrschaft ist tatsächlich diese Revolution, dass wir begreifen, wir sind nicht der Chef. Wir sind eine Tierart, uns unterscheidet genetisch genauso viel von Schimpansen, wie zum Beispiel afrikanische und indische Elefanten voneinander unterscheidet, ungefähr 1,5%. Mhm. Wir sind eine Tierart, die für die Systeme der Erde nicht besonders wichtig ist. Wenn es keine Pilze oder keine Ameisen mehr gäbe, würden ganze Systeme zusammenbrechen. Wenn es keine Menschen mehr gäbe, würde die Natur ruhig weitergehen. Mhm. Wir sind für die Natur nicht besonders wichtig. Wir sind für uns besonders wichtig. Und das schafft schon. Das ist aber schon viel, oder? Ja, das ist schon sehr viel. Und dann ist es eben auch ein Weggehen. Dann wird es auch ein anderes, nämlich ein systemisches Naturverständnis. Das heißt, wir beginnen, die Lebenswissenschaften haben das von der Physik abgeschaut, dass es gar nicht mehr sinnvoll ist, in der Natur Einzelfänomene zu beschreiben, sondern eigentlich nur Systeme. Wie meinen Sie das? Zum Beispiel, wenn Sie wissen wollen, wie ein Wald funktioniert, dann hat man bis jetzt einen Baum hergenommen und man hat gemessen, wie viel Wasser der verdunstet und wie sein Stoffwechsel funktioniert. Und dann hat man das einfach mit der Anzahl der Bäume in einem Wald multipliziert. Man hat da Einzelfänomene genommen und davon generalisiert. Mhm. Nun haben wir in den letzten Jahren, weil auch wissenschaftliche Instrumente und Analysemethoden besser geworden sind und weil es künstliche Intelligenz gibt, gelernt, Wälder funktionieren nicht so. Wälder sind symbiotische Organismen, die wirklich wie Organismen funktionieren, die über Pilzwurzeln erlauben, den Bäumen miteinander zu kommunizieren, Nahrungsmittel auszutauschen, einander zu warnen vor Schädlingsbefall. Das sieht man nicht, wenn man einen Baum nimmt und ihn mal so und so viel nimmt. Man kann das aber auch ausweiten, diesen systemischen Blick auf Menschen. Erstmal wissen wir aus der Psychiatrie oder aus der Psychologie, dass wir überhaupt nur Persönlichkeiten haben, weil wir sie spiegeln im sozialen Umfeld. Das heißt, wir können nicht in Isolation wachsen und Personen werden. Wir sind immer schon Teil eines sozialen Systems. Natürlich sind wir auch Teil eines physischen Systems, weil wir atmen und essen und ausscheiden. Aber wir haben auch in uns mehr nicht-menschliche lebende Zellen als lebende menschliche Zellen. Das sogenannte Mikrobiom, das uns nicht nur ein bisschen beim Verdauen hilft, sondern das sind wieder Tausende von Spezies, die durch ihre Kommunikation und ihr Zusammenarbeiten Dinge vollbringen, die sie allein nicht könnten und die deswegen nicht nur unsere Verdauung bestimmen, sondern auch unsere Intelligenz, unsere Stimmung, das Risiko, dass wir Allergien und Nahrungsmittelintoleranz haben, dass wir Alzheimers bekommen oder Krebs. Und auf einmal sehen wir, wir sind nicht diese Individuen, von denen das Christentum und die Aufklärung gesprochen hat, die man sich so vorstellen kann wie eine Marmorstatue, nach außen abgeschlossen und schön und geometrisch, sondern wir sind chaotische, symbiotische Systeme, die miteinander interagieren. Das ist ein anderes Menschenbild. Um besser zu verstehen, woher Sie kommen. Sie sind ja auch, nebst Diderot und allen anderen, die Sie aufgezählt haben, von Bruno Latour beeinflusst. Bruno Latour, ein Soziologe, ein Philosoph, ein Französischer. Ich habe einen kleinen Ausschnitt dabei, damit wir ihm zuhören können. Dans l'ancien monde, disons, l'ancienne cosmologie, on était dans l'univers infini. Donc, la planète Terre, on allait sur Mars, on se passionnait pour l'espace. On voulait aller dans l'espace, etc. Donc on avait l'impression on était devant une espèce d'infinité, si vous voulez. Et là, brusquement, on se retrouve en quelque sorte à l'intérieur d'une minuscule zone que nous partageons et qui a été fabriquée, encore une fois, j'insiste sur ce truc, par les vivants depuis 4 milliards d'années. Et du coup, nos actions, nous, d'humains industrialisés, prennent une place énorme. C'est ça qui n'était pas prévu. Parce qu'il y a 3 siècles, mais même avant-guerre, la trace des humains sur la planète Terre était négligeable. On transformait l'environnement au sens des paysages,
Mais on ne transformait pas le système Terre. Le système Terre n'était pas rentré à l'intérieur de notre régime d'action. Et donc, ne rentrait pas non plus dans la politique. Maintenant, il y est. Donc, on peut parler de zone critique parce que c'est un peu plus facile à comprendre que c'est juste ce petit espace étudié par des scientifiques et que, à l'intérieur duquel nous, nous vivons. Et c'est un confinement. Nous sommes confinés dans ce monde-là. Ja, Sie haben gerade genickt und gesagt, hat recht. Ja, also erstmal, ich bin ganz bewegt, weil Bruno Latour ist vor 2 Monaten gestorben. Richtig. Dieses Interview kam auf Arte und es hieß L'ultime entretien. Und da habe ich mir gleich gedacht, das ist ein unguter Titel für so ein Interview. Aber wir sehen einen todkranken Mann, der wusste, dass er sterben würde und dass dies sein Vermächtnis ist, was er sagt. Und um das vielleicht kurz in Kontext zu setzen, warum ist das so, wie er sagt, dass wir bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich kaum eine Spur auf der Erde hinterlassen haben, ist auch nicht ganz richtig, aber in ganz anderen Dimensionen als heute. Der Unterschied sind fossile Brennstoffe und besonders Erdöl. Ja, wir hatten die Möglichkeiten damals nicht. Mhm. Wir hatten damals einfach die technologische Reichweite nicht, als Menschen in die Natur tief einzugreifen, nachdem Produktivität von Muskelarbeit abgekoppelt wurde durch besonders fossile Brennstoffe. Ist das anders geworden und wir haben die Möglichkeit gehabt, und da sind wir dann ein bisschen wie der Fünfjährige mit der Boeing, auf einmal in natürliche Systeme einzugreifen, auf Weisen, die wir gar nicht anfangen können zu verstehen, weil unsere Wissenschaft noch nicht gut genug ist, um das zu verstehen. Aber etwas anderes, was Latour da sagt, was für mich ein sehr schönes Bild war, denn man hat ja immer das Problem, wenn man jetzt versucht, aus 3000 Jahren Selbstverständlichkeit hinauszutreten und sich zu überlegen, wie eine andere Vision aussehen könnte. Wie kann man das überhaupt denken? Man fängt an mit einer Sprache, die ist durchsetzt von 3000 Jahren dieser Kultur, bietet einem Wörter an für bestimmte Sachen, aber nicht für bestimmte andere. Aber man hat auch keine Bilder eigentlich dafür. Und Bruno Latour hat ein sehr schönes Bild gefunden. Er hat gesagt, an einem anderen Ort, er hat das da kurz erwähnt. Die kritische Zone. Genau. Wir sollten aufhören zu denken, dass wir auf der Erde leben. Natürlich leben wir auf der Erde, aber dieses Bild gibt uns die Idee, wir haben die Füße im Schmutz und den Kopf hoch erhoben in der reinen Luft und wir sehen also herrschaftlich über die Natur. Und er hat gesagt, wir sollten anfangen, über uns nachzudenken als Wesen, die in der kritischen Zone leben. Und die kritische Zone, das ist die ganz dünne Membran von Gas, die sich um diesen Planeten zieht. Das zeigt die Fragilität, oder? Diese Membran von Gas ist in einem chemischen Gleichgewicht, die bedeutet, dass wir genug Sauerstoff haben, aber auch nicht zu viel etc. Und dieses Gleichgewicht wird hergestellt von unendlich vielen Akteuren, die auf diesem Planeten leben. Das sind Lebende wie Plankton oder Regenwälder oder Menschen. Das sind auch Nichtlebende wie Höhenwinde oder wie tektonische Platten oder Ozeanströmungen. Und all die machen dieses System. Und natürlich jede Veränderung in diesem System hat Konsequenzen, die gar nicht abzuschätzen sind. Das gibt einem ein völlig anderes Bild davon, was es bedeutet, auf diesem Planeten zu sein. Genau, aber es ist eben ein Bild, es ist ein Denkbild und die Frage ist, wie ein Denkbild zum Praktischen, auch zum Pragmatischen führen kann. Das ist die große Frage unserer Zeit, ja. Denn wir wissen ja, was mit uns passiert, wir wissen, was mit den natürlichen Systemen passiert, die wir verändert haben. Die Voraussagen und Projektionen der letzten 50 Jahre haben sich bewahrheitet, wenn sie auch eher konservativer waren als die Realität der Klimakatastrophe. Aber was wir noch nicht haben, ist den Willen zu handeln. Wir haben auch die Technologien, wir haben die Prozesse, wir wüssten, was wir tun könnten. Wir könnten auch weiterhin in komplexen, sehr wohlhabenden Gesellschaften leben. Aber wir müssten dafür den Willen aufbringen, radikal Veränderungen herbeizuführen. Und diesen Willen scheinen wir nicht zu haben. Und das ist ein Grund, warum ich als Historiker über die Gegenwart und die nahe Zukunft schreibe. Weil ich nicht in 50 Jahren mich fragen werde, warum habe ich das eigentlich nicht getan? In 50 Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeiten haben, aber vielleicht in 30. Ist eine dieser Wege, wie man das machen kann, ich weiß nicht, ob ich es hier richtig verstehe, deshalb wirklich die Nachfrage, diesen theologischen Ballast, ich sage es jetzt bewusst mit Anführungsschlusszeichen, der eben verhängnisvoll auch teilweise ist, abzuladen, wenn man sowas überhaupt kann. Und wenn ja, was würde das bedeuten?
Es würde bedeuten, dass wir eine realistische Einschätzung oder realistischere Einschätzung davon haben, was unsere Möglichkeiten auf diesem Planeten sind. Dass wir innerhalb eines großen und komplexen Systems, das an sich keinen Sinn hat, das es einfach gibt, einen gewissen Handlungsspielraum haben. Der ist ziemlich klein, aber den können wir vielleicht ausweiten durch Technologien oder kluge Praktiken. Wir können ihn verändern. Aber wenn wir ihn dauernd brechen, wenn wir ihn dauernd überschreiten, dann wird das Konsequenzen zeitigen, die bedeuten, dass er immer kleiner wird oder dass er immer nur noch für weniger Menschen funktioniert. Und ich glaube, aus so einer Warte heraus handelt man wahrscheinlich sinnvoller, als wenn man meint, dass man hier ist, um die Erde zu beherrschen. Und dass das auch überhaupt eine Möglichkeit ist. Kann das nicht, also vielleicht nochmal zurück zu diesem theologischen Aspekt, weil kann das nicht Hand in Hand gehen? Ich habe die Ökospiritualität genannt. Es gibt Organisationen wie Green Faith. Ich könnte jetzt zig Organisationen oder Grassroot-Bewegungen und so weiter aufzählen, die genau das doch versuchen. Diese Brücke. Schauen Sie, das ist nicht mein Weg. Mhm. Aber große Veränderungen passieren nur durch seltsame Allianzen. Mhm. Und alle Menschen, die willens sind, diesen Weg zu gehen, müssen willkommen sein. Und ich kann nicht erwarten, dass alle Menschen zu meinen Schlussfolgerungen über die Welt kommen. Wie sollen sie auch? Ich weiß ja nicht die Wahrheit. Ich habe nur Argumente, für die ich noch keine besseren Gegenargumente gefunden habe. Mhm. Und sobald Sie mir jetzt sagen, lieber Herr Blom, Sie hatten aber nicht bedacht das, muss ich nach Hause gehen und neu nachdenken. Mhm. Ich würde nie von mir behaupten, dass ich die Wahrheit habe. Ich verlasse mich viel auf Wissenschaft und das ist vielleicht das Nächste zur Wahrheit, was wir zur Verfügung haben. Aber Wissenschaft arbeitet in Modellen und diese Modelle werden in 20, 30 Jahren verworfen worden sein für etwas anderes. Ganz genau. Insofern lassen Sie uns sinnvoll handeln mit religiösen und nicht religiösen und christlichen und nicht christlichen Menschen gemeinsam. Und wenn Menschen ein ganz anderes Verständnis der Bibel und der christlichen Theologie haben, das sie dazu bringt, sich aktiv dafür einzusetzen, dass wir nicht gemeinsam in die Katastrophe schlittern, dann finde ich das wunderbar. Mhm. Sie betonen, und das haben Sie zuvor auch gemacht, dass eben der Mensch für Sie primär Homo sapiens ist. Sie schreiben auch immer wieder vom Homo sapiens. Es ist ein Primat, es ist eine Tierart. Und das bedeutet für Sie dann auch, dass das Problem ist, dass der Mensch immer wieder glaubt, er steht eigentlich eben aus der Natur heraus. Es sollte vielmehr eigentlich so etwas wie ein Zusammen von Natur und Kultur geben. Diese Trennung ist ein Problem, oder? Die Trennung von Natur und Kultur, dieses Wortpaar, das gibt es auch nur in westlichen Sprachen. Das gibt es in den meisten anderen Sprachen nicht. Und wie gesagt, Wortpaare suggerieren ja immer Realität. Also wenn es diese zwei Worte gibt, dann muss da ja auch was, dann müssen die ja für was stehen. Man darf sich nicht so einfach machen. Ein Freund von mir sagt, ein guter Historiker ist jemand, der aufsteht und immer sagt, es ist ein bisschen komplizierter. Das machen die Philosophen auch, oder? Ja. Die Tatsache, dass wir uns von der Natur abgesetzt haben in unserem Verständnis, hat uns erlaubt, eine komplexe, industrielle, wissenschaftliche Kultur zu entwickeln. Mhm. Das war wichtig. Die Frage ist nur, dass sozusagen innerhalb von so kurzer Zeit unsere technologischen Mittel so viel größer geworden sind, dass wir noch nicht die Zeit gehabt haben, unsere Reflexe dem anzupassen, unser Denken dem anzupassen, was jetzt unsere Realität ist. Und die Geschichte wird immer schneller und wir haben immer weniger Zeit eigentlich zu absorbieren, was passiert und was notwendig ist. Und das ist auch ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, in dieser Situation sinnvoll zu handeln. Was das bringen wird, wie weit wir darin kommen, diese Katastrophe zumindest einzudämmen, das werden wir in 100 Jahren wissen. Das werden andere Menschen in 100 Jahren wissen. Ich habe mich eben gefragt, ob es nicht komplizierter ist. Weil genau diese Einsicht, dass wir handeln müssen, zeigt doch ja auch, wie wichtig das Handeln des Menschen ist und wie wichtig deshalb die Spezies Mensch ist. Und wenn man das eben nicht einsieht, dass die Spezies Mensch und ihr Handeln durchaus wichtig ist, dann heißt das ja auch, dass man seine Verantwortung abgibt. Also diese Richtung kann es ja dann auch annehmen, wenn man eingesteht, wie unwichtig der Mensch ist. Ja, das kann es schon. Aber wie gesagt, wir sind ja wahnsinnig wichtig, nur eben für uns selbst. Ja, nee, aber nicht nur, sondern auch fürs Klima offenkundig. Fürs Klima sind wir. Oder Sie denken, das ist wurscht, wir werden halt nicht überleben. Wir sind ein vorübergehender Parasit fürs Klima, wenn wir nicht aufpassen. Mhm.
dieser alte Witz, wo sich zwei Planeten treffen und der eine sagt, es geht mir nicht gut, ich habe Menschen, und dann sagt, das geht vorbei. Mhm. Nein, aber wie gesagt, es ist in unserem ureigensten Interesse, dieses, und wissen Sie, das Problem mit unserem großartigen Fortschritt ist, dass dieser Fortschritt geschehen ist um den Preis unserer Lebensgrundlagen. Mhm. Das müssen wir adjustieren, sonst war all dieser Fortschritt kein Fortschritt. Das ist eine gigantische Herausforderung. Es ist auch eine Herausforderung, zu der wir sozusagen alle Menschen brauchen, die bereit sind, dazu etwas zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht wichtig, ob man das aus einem religiösen Impuls heraus tut oder aus einem nicht religiösen, wissenschaftlichen, humanistischen, atheistischen Impuls heraus. Wichtig ist, dass wir es tun. Ich möchte doch noch bei diesem Witz kurz bleiben, den Sie gerade genannt haben. So, ich habe Menschen, die Menschheit als Krankheit, das hat natürlich etwas total Misanthropisches. Hat das was mit Ihnen zu tun? Also, wie empfinden Sie gegenüber der Menschheit? Aber wissen Sie, es gibt so viel Dummheit und so viel Schönheit, dass man sich nie... Es hält sich die Waage, oder wie? Ja, man kommt nie zu einer Schlussfolgerung. Man sieht so viel törichten Blödsinn auf der Welt und man sieht so viel sinnlose Zerstörung und so viel sinnloses Leid. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, wozu Menschen im Positiven fähig sind und wie kreativ sie sein können und wie gut sie sein können zu anderen. Ich finde es schwierig da. Menschliche Potenziale sind etwas, was wir auch wissenschaftlich noch erst gerade anfangen zu verstehen. Was ich aber schon einen interessanten Gedanken finde, ist, dass wir, wenn wir uns selbst anfangen, als Tierart zu begreifen, wir wissen sehr viel über die artgerechte Haltung von anderen Tieren. Mhm. Über die artgerechte Haltung von Homo sapiens wissen wir noch relativ wenig. Wie würde eine Umgebung aussehen, in der wir weniger ängstlich wären, weniger unsicher? Ich glaube, sie wäre weniger auf Konkurrenz getrimmt, sie wäre weniger auf Profitmaximierung getrimmt, sie wäre ein menschlicheres Gesicht von einer kapitalistischen Gesellschaft. Ich glaube, das Problem mit sozialistischen Utopien oder mit gemeinschaftlichen Utopien ist sehr oft, dass sie davon ausgehen, dass alle Menschen sozusagen nett werden und einsichtvoll sind und utopisch und solidarisch handeln. Mhm. Das sehe ich im Moment nicht so. Und ich glaube, wir müssen jetzt Systeme finden, die jetzt belastbar und konflikthaft uns in die Zukunft transportieren können. Deswegen, also sind Menschen eine Tierart, die man bewundern sollte oder vor der man sich fürchten sollte? Ich glaube, natürlich sind sie beides. Mhm. Aber ich glaube, man kann schon Umstände schaffen, unter denen Menschen weniger aggressiv, weniger ängstlich und weniger gewalttätig sind, als das heute der Fall ist. Und um diese Umstände zu schaffen, braucht es, wie Sie sagen, eben auch neue Erzählungen, große Erzählungen. Ich habe mich dann gefragt, ist das vielleicht auch der Grund, weshalb Sie sich auch immer wieder der Prosa zuwenden, weil Sie eben diese Erzählungen auch irgendwie verpacken möchten und den Menschen vermitteln? Oder ist das zu ideologisch? Ich bin nicht so ein pädagogischer Autor. Mhm. Also dieser Roman, den ich geschrieben habe, da ist keine Botschaft drin. Aber immerhin beginnt er aus dem Blick einer Krähe. Vielleicht sieht ja die Krähe etwas anderes, als die Menschen sehen. Das ist richtig. Aber Ich finde es schwierig, also ich finde, politische Kunst ist meistens nicht besonders gute Kunst. Mhm. Ich schreibe diskursive Bücher, in denen ich wirklich mich für Positionen einsetze, aber auch zur Erholung, weil es doch sehr angsteinjagende, belastende Gedanken oft sind, ist es dann auch schön, mich mit ganz anderen Sachen zu beschäftigen, wo ich eine andere Seite von mir ansprechen kann. Ganz herzlichen Dank, Herr Blum, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Danke für Ihre wunderbaren Fragen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Welche Fragen zum Verhältnis von Mensch und Natur treiben euch um? Schreibt es hier in die Kommentare und schaut bei Interesse eine dieser Sendungen hier. Bis zum nächsten Mal.